eher Deutschlands WM-Held von 2014, Mario Götze, diese ultraheftige 94er Shapeshifter-Karte gegönnt. Und genau die werden wir heute testen. Und auch wenn Mario Götze ein Weltklasse-Fußballer ist, ich meine, guckt euch mal die Stats seiner Karte an. Alleine kann auch er nicht spielen. Ja, das ist richtig. Und wir suchen ihm daher jetzt 10 Teamkollegen von unserem guten alten Freund, dem Glücksrad. Und wenn das Team um Kapitän Mario Götze später fertig ist, spielen wir auch noch ein alles entscheidendes Spiel. Aber Achtung, Freunde, jeder meiner Spieler mit einem Matchrating von unter 6,5 in diesem Spiel wird discarded. Jetzt gönnen wir uns aber erstmal eine Formation vom Glücksrad und wie es aussieht, müssen Götze und Co. in einem 4-3-3-2 an den Start gehen. Boom, Freunde, das hier ist ja also die Formation und ich hätte gesagt, wir starten jetzt rein mit dem Torhüter. So, und das Glücksrad ist jetzt zum ersten Mal für ein Spiel auf der Reise. Komm, wo? Oh, oh, das könnte das fette Pack werden. Das 83x25 Pack, bitte. Es wird ganz knapp der FIFA-Spielautomat. Oh Gott, das könnte heftig werden. Oh Gott, Freunde, 3 Versuche beim FIFA-Spielautomat. Wir brauchen hier einen Torwart und wir bekommen direkt mal einen Innenverteidiger. Team of the Season sogar. Oh mein Gott, wen haben wir denn als erste Option fürs Tor? Bayern, das ist De Ligt. Alter, was eine Karte. Und ja, De Ligt wäre zumindest fast 1,90 groß, kostet aber auch 800.000 Münzen. Und wenn der als Keeper versagen sollte, dann muss ich ihn vielleicht discarden. Nee, nee, so nicht, Freunde. Wir drücken nochmal den FIFA-Spinner und diesmal einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler. Es kann nicht besser werden. Ah, und es wird Vincenzo Grifo. Junge, ein Versuch noch. Wir brauchen den Keeper. Come on, letzter Versuch, schnelle Runde. Bam! Oh, es wird schon wieder ein zentraler offensiver Team of the Week. Junge. Es wird einfach schon wieder Grifo. Aber gut, das Glücksrad will es so, dann knusper ich eben Vincenzo Grifo bei mir zwischen die Pfosten. Ach, ein schlechterer Start war kaum möglich. Hoffentlich wird es jetzt beim ersten Innenverteidiger besser, denn da brauchen wir jetzt eine gute Defensive. Also komm, Glücksrad, begib dich auf die Reise, begib dich auf die Reise und jetzt nur nicht zu plus 0,2. Es wird der Golden Boy. Das ist interessant. Denn der Golden Boy Award ist eine Auszeichnung, die seit 2003 für den besten U21-Spieler Europas verliehen wird. Und neben berühmten Siegern wie Lionel Messi 2005 oder Kylian Mbappé 2017 hat ihn 2011 Mario Götze gewonnen. Fun Fact, übrigens vor Thiago und Eden Hazard. Ganz, ganz wild. Und Freunde, wie ihr seht auf der Liste, seit 2003 haben den eigentlich nur Stürmer oder Offensivspieler gewonnen, außer 2018, denn dort war es der Innenverteidiger, Matthijs De Ligt. Und ich sag mal so, wenn wir ihn uns schon nicht fürs Tor holen, kaufen wir ihn eben jetzt für die Innenverteidigung. Und ich hätte gesagt, wir springen direkt zum zweiten Innenverteidiger. Wir zwirbeln schon wieder am Glücksrad an und bitte, für den zweiten Innenverteidiger will ich nochmal eine Gönnung. Komm, oh, wird das ein Icon? Wird das ein Icon? Nee, es wird der Spieler aus dem eigenen Verein. Und das ist schnell erklärt. Ich gehe in den eigenen Verein und suche mir von dort einen Innenverteidiger aus. Und das ist perfekt, Freunde. Wir haben Schlotterbeck, wir haben Doeki, wir haben 2 Weltklasse-Innenverteidiger aus der Bundesliga. Aber wir haben auch eine 91er Icon, Desai. Und der vervollständigt meine Innenverteidigung. Junge, was baut Kapitän Götze hier für ein geisteskrankes Team? 96er Matthijs De Ligt, 91er Marcel Desailly und Vincenzo Grifo im Tor. Ja gut, den ignorieren wir einfach. Und ich will es jetzt etwas offensiver und ich hätte gesagt, wir springen jetzt mal auf den linken Flügel. So, und wo landet das Glücksrad jetzt am linken Flügel? Bitte, oh, dreimal die drei, kommt die Packs, oder nein, es wird die 10-Elfmeter-Challenge. Ich darf jetzt mit Mario Götze in der Trainingsarena 10 Elfmeter schießen. Für jedes Tor gibt's einen Upgrade-Punkt, aber für jeden Fehlschuss gibt's 2 Minuspunkte. Aber davor müssen wir jetzt noch das Glücksrad drehen, um das Startrating unseres neuen linken Flügelflitzers herauszufinden. Komm schon, was Gutes. Ah, leider nur 81. Da müssen wir jetzt eben viele Elfmeter treffen. Come on, Mario. Erster Elfer. Mario, erster Elfer. Plus 1 Upgrade haben wir schon mal. Komm mal. Oh, 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 der ist nicht perfekt, aber ich schieße einfach in die Mitte und minus 2. Junge, wir sind schlechter als am Anfang. Das muss man erstmal realisieren. Nicht verzagen, nächsten Elfer treffen und wir sind wieder auf 0. So, come on, so ein 88er Rating hätte ich auf jeden Fall gerne, aber Ter Stegen nimmt uns hops. Komm, bitte, bitte, ich will ein gutes Rating. Ter Stegen wieder, was ist denn hier los? Wir haben einfach mit einem 81er Upgrade angefangen und stand jetzt bekommen wir nur einen 77er Spieler. Oh, no, 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 das muss sich ändern. Mario, mach ihn, wir haben wieder ein Upgrade. Was meint ihr? Gleiche Ecke nochmal, gleiche Ecke nochmal. Ter Stegen, ich hasse dich. Oh, das geht nicht gut. Einfach in die Mitte, einfach in die Mitte draufkloppen immerhin. 2 Elfer noch, 2 Chancen noch für Mario Götze, sich zu verbessern, yes. So, come on, und den letzten auch noch frech per Panenka, Chip, und der ist wenigstens noch drin. Am Ende des Tages hat Götze 6 Elfer getroffen und 6 Upgrade-Punkte gesammelt, aber auch 4 verballert und 8 Downgrades erhalten. Und wir bekommen jetzt einen Spieler mit einem 79er-Rating. Aber Freunde, wie leider zu erwarten, gibt es wenig gute 79er linke Flügelspieler. Leandro Trossard von Arsenal war einer davon. Quentin Cornet, der hat 92 PS, aber ich entscheide mich für Julian Draxler. Einfach, weil er Deutscher ist und zweitens,
weil hier hinten auch sein Trikot hängt. Na dann, Jule, willkommen im Team. Und wir machen einen Schritt zurück und gehen ins zentrale Mittelfeld. So, jetzt bin ich gespannt, was hat das Glücksrad hier für mich drin? Oh, bitte! Ja, das ist genial! Minus 0,1. Das heißt, das Matchrating, das ich erreichen muss, wird von 6,5 auf 6,4 heruntergesenkt. Perfekt, besser kann es gar nicht laufen, aber wir dürfen nochmal drehen und jetzt bekommen wir gleicher Marktwert oder 3,83 plus Packs. Ja, und das wird's auch. Und Amigos, ich habe gerade bemerkt, ich habe nur noch eins dieser 3,80 plus Spielerpacks, aber dafür habe ich noch ein 83er Doppelpack und ein 2,81 plus Pack und ich hätte gesagt, die drei öffnen wir jetzt einfach. Come on, wir starten mit dem 3x80 Plus Pack. Bitte, wir bekommen Scheinwerfer Italien, Innenverteidiger Chiellini. Junge, ich brauche einen zentralen Mittelfeldspieler. Ja, und dahinter sind noch Ricardo Pereira und Alex Remiro. Die helfen mir nicht. Aber keine Panik, jetzt das 2x81 Plus Spieler Pack. Wir bekommen wieder Scheinwerfer Innenverteidiger. Ja. Es ist Bonucci. Junge, Chiellini und Bonucci, ich brauche zentrale Mittelfeldspieler. Oh, aber Gott sei Dank, dahinter haben wir Ivan Rakitic, ein Ex-Schalker. Und der ist Mittelfeldspieler. Aber das Königspack haben wir noch. Vielleicht können wir uns noch verbessern. Wir bekommen wieder Scheinwerfer. Belgien, Mittelstürmer. Es ist Mertens, der hilft mir nicht. Ja, dahinter noch Gabriel Jesus als Stürmer, aber es hilft nichts. Wir müssen Ivan Rakitic wählen. Aber gut, ich habe kein Problem damit. Ivan, willkommen im Team. Und es wird Zeit anzugreifen, Freunde. Daher unsere nächste Position, der Stürmer. Und wir gucken mal wieder, was uns das Glücksrad gönnt. Oh, nicht plus 0,2. Nee, es wird der Ex-Teamkollege. Und Götze hat für viele interessante Vereine gespielt. Bayern, Dortmund, Eindhoven. Da finden wir uns jetzt was. Wir gucken daher bei Transfermarkt, mit wem Götze die meisten gemeinsamen Spiele gemacht hat. Oh, und auf Platz 1 Lukas Piszczek mit 168 gemeinsamen Spielen, aber auf der 2 Robert Lewandowski. Fast 10.000 Minuten bei Bayern und bei Dortmund gemeinsam gespielt. Und das ist jetzt natürlich unser Pick für den Sturm. Und Freunde, für eine geisteskranke 97er Team of the Season Karte habe ich immer Platz im Team. Und vom Sturm wandern wir jetzt runter auf die zentraldefensive Mittelfeldposition. Und da sagt das Glücksrad was dazu. Wir sind gespannt. Oh, wieder. Nee, nicht 0,2 mehr. Oh, nee. Und es wird fast noch schlimmer, denn wir müssen ein Bronze-Pack öffnen. Na dann 750 Coins und Lego. Bitte, ihr gebt mir wenigstens einen zentraldefensiven Mittelfeldspieler. Das ist ein Linksverteidiger mit einem 60er Rating. Und dahinter auch noch zwei Innenverteidiger. Einer mit einem 60er, einer mit einem 50er Rating. Und das ist wirklich böse. Aber naja, Reece Devine ist Mario Götzes Wahl. Fürs zentraldefensive Mittelfeld. Und mein Bauchgefühl sagt mir, wir sollten jetzt zum Linksverteidiger gehen. Hoffentlich enttäuscht mich das Bauchgefühl nicht und das Glücksrad sieht's auch so. Oh ne, plus 1 oder plus 2 Upgrade. Oh, da dazwischen ist genau der Hero. Und den dürfen wir uns auswählen. Und die Wahl ist einfach, denn es gibt nur einen Hero-Linksverteidiger. Capdevia ist jetzt unser Linksverteidiger. Und ich hätte gesagt, wir springen jetzt direkt zum Rechtsverteidiger. So, unser vorletzter Spin am Glücksrad. Was hat das noch für uns im Petto? Was Neues? Jawohl, es wird der Draft-Pick. Der ist sehr, sehr nice. Denn wir dürfen uns jetzt im Draft-Simulator einen Rechtsverteidiger aussuchen. Komm, Cafu, Walker, James Carvajal und Cancelo. Junge. Die Auswahl, die ist geisteskrank gut. Cancelo wäre natürlich richtig nice für Chemie und kann auch rechts hinten spielen, aber Cafu wäre auch geil für Chemie. Kostet etwas mehr, aber den ballern wir uns. 375.000 Münzen, aber wisst ihr was? Ich habe noch 3,5 Millionen. Zack, rein da. Und ohne Spaß, wir haben die perfekte Defensive. Zwei Icons mit über 90, De Ligt mit einer 96, Capdevia. Aber wir haben halt auch Grifo im Tor. Das wird richtig hart. Wichtig wäre es einfach jetzt noch, einen guten zentralen Mittelfeldspieler zu bekommen. Komm schon, Glücksrad. Es ist der letzte Spin und der soll bekanntlich gönnen. Und es wird ein WM-Finalist. Wir bekommen nochmal eine WM-Aufgabe. Und ich wähle einen Spieler vom WM-Finale 2018. Frankreich gegen Kroatien. Bei Kroatien stand nämlich Luka Modric im zentralen Mittelfeld am Platz. Zack, boom, und der Altmeister vervollständigt Mario Götzes Traumteam. Ach ja, und Fun Fact, neben Modric stand natürlich auch Ivan Rakitic damals im WM-Finale in der Startelf. Aber jetzt zählt es so wirklich, denn wir gehen jetzt in ein alles entscheidendes Spiel. Und wie gesagt, jeder Spieler mit einem Rating von unter 6,4 wird am Ende discarded. Oh Gott, Freunde, das Team von Gegner hat auch Mario Götze, aber ein absolut geisteskrankes Team. Das wird richtig hart. Oh, aber vielleicht Götze direkt mit der ersten guten Aktion macht. Oh, nee, lässt sich die Kugel abnehmen. Oh, De Ligt, was machst du denn da? Was machst du denn da, Junge? Was? Oh, Griff! Oh mein Gott, wie haben wir da jetzt kein Tor kassiert, Freunde? Götze zieht am Flügel entlang. Oh, mach, Junge! Oh, Elfmeter, Junge! Gut gemacht, Mario. Elfer rausgeholt. Nice. Aha, und die soll bei uns Grifo schießen. Gut, der hat auch 88 Elfer. Aber sicher nicht, Freundchen. Oh, hier, Junge, jetzt hat mich das Spiel nicht auswählen. Ich hasse FIFA. Ich hasse es einfach. Gut, dann müssen wir Götze hier einen Assist gönnen für Lewandowski! Wie kann er den nicht machen? Bruder, bin ich so schlecht in FIFA oder sind das die Karten?
Oh, jetzt Draxler. Draxler, lass dir Zeit. Draxler, lass dir Zeit, Julian Draxler. Du bist so ein Ehrenmann. 1-0 für das Team Götze. Ja, eine interessante Freistoßposition. Götze hat die Stats. Der kann den schon mal reinbringen. Wir probieren es auf jeden Fall mal. Götze mit dem Innenriss. Oh, geht knapp vorbei. Oh, fängt die Kugel aber hier prima ab auf Lewandowski. Jetzt aber zumindest Ter Stegen muss eingreifen. Oh, was ein Fehler, Draxler. Auf Lewandowski. Und den schwitze ich natürlich rein. Oh, was ein Weltklasse Pass auf Mario Götze. Mach ihn selber. Mach ihn. Mach ihn. Er macht ihn. Mario Götze. Und jetzt bekommen wir den Rage Quit. Come on. Bitte, 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 bitte. Yes, Rage Quit. Und die Challenge haben wir erledigt. Der 94er Götze hat sein Tor erzielt. Und wenn ich nach 20 Minuten einen Rage Quit bekomme, muss ich natürlich hier keinen Spieler discarden. Und wenn dir dieses Video mit Shapeshifter Götze gefallen hat, wird dir sicher auch das mit dem Manuel Neuer Stürmer gefallen. Also hier klicken. Und jetzt gleich angucken.